Knie- und Hüftpatienten müssen aktiv sein und trainieren. Ein Gruppenkonzept kommt aus Tübingen. Mehr dazu gleich im Video. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum PT-Interview mit Dr. Joachim Merk. Joachim, du hast dich unter anderem auf das Hüft- und Kniesportkonzept in Tübingen konzentriert und spezialisiert. Worum geht es denn dabei genau? Ja, wir haben Mitte der 90er Jahre begonnen, Hüft-, Arthrose- und Prothesenpatienten in der Gruppe zu trainieren. Es war dann so erfolgreich, dass wir auch relativ schnell nach ein paar wenigen Jahren dann auch Kniepatienten begonnen haben, in der Gruppe zu trainieren. Und ja, letztendlich hat sich gezeigt, dass die Patienten da sehr stark davon profitieren, was ihre Alltagsmobilität, ihre Alltagssicherheit angeht und natürlich auch weniger Beschwerden haben. Und insofern hat uns das bestärkt, das Konzept weiterzuführen und letztendlich dann auch schon die letzten 20 Jahre das sozusagen noch auszubauen. Und deswegen bin ich auch hier und würde es gern einfach vorstellen, weil ich das immer noch unterschreiben kann, dieses Konzept. Ihr habt es ja auch wissenschaftlich evaluiert. Kannst du da mal die allerwichtigsten Erkenntnisse kurz zusammenfassen? Ja, grundsätzlich zeigte sich bei den Studien, dass die Arthrose-Patienten deutliche Kraftdefizite haben, Gleichgewicht verlieren und letztendlich über die Jahre sehr große körperliche Schwächen aufbauen. Und letztendlich kann man diese Schwächen nicht durch eine Reha, die 3 Wochen dauert, oder dann vielleicht noch 2 Sechser-Rezepte ausgleichen. Und deswegen brauchen die Leute auch ein Angebot, dass sie trainiert werden. Und das kann man natürlich schon vor einer Prothesenimplantation machen. Und hinterher ist auch sehr wichtig, um das Ganze wieder aufzuholen, was sich über Jahre eben aufbaut bei diesen Patienten. Genau, und so die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Studien? Ja, also einerseits haben sie Defizite, die Leute, und die haben letztendlich man kann sie gut trainieren in der Gruppe, man kann Kraft aufbauen, Beweglichkeit verbessern, Koordination, aber wo die Patienten letztendlich davon profitieren, ist, dass sie eben weniger Schmerzen haben und dass sie weniger Schmerzmittel brauchen und letztendlich eine höhere Lebensqualität dadurch erfahren. Das ist schon mal gut. Also das Training in der Gruppe ist das eine, kann aber natürlich nicht die individuelle Einzeltherapie ersetzen. Wann ist die denn deiner Erfahrung nach besonders wichtig? Ja, es gibt eben ältere Patienten, die haben noch Begleiterkrankungen, beispielsweise neurologische Erkrankungen, Parkinson oder schwere Herzerkrankungen. Solche Patienten sind in der Gruppe relativ schwer zu betreuen. Also die bräuchten eigentlich eine Einzeltherapie. Genauso natürlich Patienten, die zum Beispiel auf Gehhilfen angewiesen sind. Die sind in der Gruppe schlecht zu handeln und deswegen finde ich, brauchen die auch eher eine Einzeltherapie. Also ich verstehe unser Gelenksportkonzept eigentlich nicht als Konkurrenz zur physiotherapeutischen Einzeltherapie, sondern als sinnvolle Ergänzung. Und das halte ich für einen wichtigen Punkt, dass wir natürlich nur bestimmte Patienten auch in der Gruppe entsprechend versorgen können. Wie ist es denn mit der Kostenübernahme geregelt? Wer bezahlt es? Ja, man kann letztendlich das Ganze schon von den Krankenkassen unterstützen lassen. Dann braucht man eine Reha-Sportverordnung oder über Funktionstraining. Das ist etwas aufwendiger von der Abrechnung, als wenn man es als eine ganz normale Igel- oder Selbstzahlerleistung anbietet. Und dann kann man sowas natürlich auch relativ einfach installieren, indem man eine Kursgebühr verlangt oder dann einfach die Leute dann sozusagen pro Teilnahme auch bezahlen lässt. Okay. Ganz herzlichen Dank für den Einblick. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen.